Hallo nochmal, Ingo hier von Carmen and Dingo Photography. Ganz kurz möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in die Print-Presets von uns, die wir euch zur Verfügung stellen können. Wir haben einen Haufen von diesen Dingen, ich glaube 10 Stück waren es, in dem 1er-Set gehabt und auch jetzt für das 2er-Set haben wir ein paar neue entwickelt, die jetzt allerdings separat zu haben sind. Das heißt, ich zeige euch ganz kurz, wie man das macht. Man importiert die wiederum hier, wie bekannt, schon vorher in die Preset-Vorlagen, zum Beispiel Candy Print Presets. Und wir erstellen uns hier einen Ordner. Erstmal importiere ich jetzt die aus dem neuen Candy Print Presets Volume 2. Es sind nicht allzu viele, aber dafür umso wichtigere für uns persönlich. Wir haben einige Collagen, die wir erstellen, von Instagram zum Beispiel. Das heißt, wir haben so eine 3x3 quadratischen Fotos zusammengesucht aus Instagram. Die gibt es dann jetzt mit Rand oder ohne Rand. Oder es gibt auch 5x5 anzufangen. Das kann man sich natürlich auch selbst gerne erweitern. Mit oder ohne Rand und die sind für uns recht praktisch. Wenn man zum Beispiel jetzt das hier mit Rand in eine Datei ausgeben möchte, kann man das einfach hier in Datei ausgeben. Dann kann man sich das mal kurz mit IG Print 1 Test oder was auch immer ausgeben. Man sieht dann sofort, das rechnet hier diese Datei raus und hier ist auch schon der fertige Collagen-Zusammenstellung. Das geht relativ schnell. Wenn ihr das in Photoshop einzeln zusammenklauben muss, ist es relativ mühselig. Wir haben uns das mal zusammengestellt, weil wir eben so eine Übersicht von mehreren Instagram-Bildern gezeigt haben. Man kann sich natürlich auch andere Fotos da reinklicken, das müssen nicht die von Instagram sein, aber wir haben es halt für diesen Zweck erstellt. Eine weitere Sache ist, wir haben des Öfteren jetzt Leute gehabt, die Kontaktabzüge gemacht haben von allen möglichen Shoots mit Dateinamen dazu und da haben wir mal ein Preset erstellt, um das zu zeigen, wie das funktioniert. Hier ist der Name gleich runter, man kann hier drehen und einpassen, wenn man es wirklich druckt, wenn man es verschickt, dann sollte man es vielleicht nicht drehen und einpassen, sondern vertikal lassen. Das Ganze gibt es in einer Hochformatform und auch in einer, Entschuldigung, wo sind wir, da sind wir, in einer Hochformatform und auch in einer Querformatform, auch wiederum mit drehen und einpassen kann man es hier komplett formatfüllend machen. Ist relativ praktisch und eine Sache, die wir gelernt haben bei Lightroom 5 zumindest, ist es noch so, dass wenn man ein Wasserzeichen verwendet und man möchte das komplett frei im kompletten Bild überall hin bewegen, dann hat Lightroom intern leider Gottes etwas Schwierigkeiten mit dem Ganzen. Also man kann es bewegen, aber nicht so frei, wie man es vielleicht gerne möchte. Dazu haben wir einmal ein Hochformat und einmal ein Querformat erstellt, das das nun ermöglicht. Also wenn wir zum Beispiel auf das andere gehen, dann haben wir das hier und man kann das überall in jede Ecke schieben, wie man das gerne möchte. Es ist im Endeffekt, wenn ihr jetzt das runterladet, wahrscheinlich das Logo nicht dabei. Dementsprechend einfach hier herunten bei der Erkennungstafel euer eigenes Logo auswählen. Wir haben lediglich dafür gesorgt, dass man das in ein schönes Bild exportieren kann und die Maße auch stimmen, wenn man das hier mit DPI und so weiter exportiert. Also in Datei ausgeben und fertig ist es. Hier gibt es noch eine kleine Collage, die man sich vielleicht zusammenstellen kann für den Blog oder für diverse, keine Ahnung, Collagen. Oder es ist auch ein guter Start, einfach nur zu sagen, hey, pass mal auf, ich hätte jetzt gerne nur überlappend irgendwas mit anderen Bildern oder ich würde mir gerne eine Collage erstellen, dann bin ich mit dem mal auf alle Fälle in einer guten Startposition. Jetzt schauen wir uns noch schnell an die Presets, die wir vorher hatten. Da gibt es nämlich auch noch mal 10 Stück. Das dürften das hier jetzt sein. Da gibt es auch ein genaues Video in unseren Style Presets 1.1. Allerdings möchte ich euch das meistverwendete Preset von uns hier zeigen. Und zwar ist das dieses Combo Candy Combo Portrait.
Und wenn man das genau betrachtet, sind es genau diese Hochformat-Fotos, wie wir sie am Blog auch verwenden. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier ein Hochformat auf der linken, ein Hochformat auf der rechten Seite. Und so erstellen wir unsere Kombinationen. In Datei ausgeben, ein Export, Porträt, Test, whatever. Und dann ist es auch schon fertig. Und hier ist die Datei. Wir importieren es dann danach wieder in Lightroom mit rein und machen dann, dass wir das Ganze auf dem Blog eben direkt von Lightroom auf den Blog laden. So viel zu den Print-Presets. Für uns sind sie eine Wahnsinnserleichterung. Wir hoffen für euch auch. Schenkt unseren Candy Preset Volume 2 eine kleine Aufmerksamkeit. Da drinnen seht ihr, wie man Bilder bearbeiten kann, damit sie so ausschauen. Und in diesem Sinne viel Spaß damit und eine schöne Zeit.